Hallihallo und herzlich willkommen zurück an diesen wirklich ungastlichen Ort. Anders kann ich es gar nicht nennen. Es sieht doch ein bisschen sehr merkwürdig aus. Hier ist ein Schiff gestrandet. Hier liegt ein Boot. Da ist eine Zombie-Dame verschwunden. Und ja, hier ist eine unheimliche Höhle. Eine dunkle Höhle in einer mit Zombies verseuchten Stadt ist mir suspekt. Vielleicht kann mir das Leuchtfeuer helfen. Und da ist schon wieder dieser komische Affe, der mir ein bisschen auf den Wecker geht. So, hier bräuchten wir, glaube ich, noch eine Glühbirne und Feuer für den Affen. Ich meine, ein Käfig oder so. Dieser Mechanismus scheint das Leuchtfeuer zu drehen, doch der Hebel fehlt. Okay. So, dann machen wir mal. Also ich würde ja im Leben da nicht ranfassen. Okay, wir haben ein Holzbein gefunden. Vielleicht können wir damit den Affen verscheuchen. Ah, der ist schon weg. Können wir das vielleicht als Hebel nehmen? Nee, leider nicht. Oh, ein bissiger Kerl. Vielleicht kann ich etwas zwischen die Muschelhälften klemmen. So, die Pfanne können wir nicht mitnehmen. Die ist noch heiß. Können wir ihm da erstmal ein Holzbein. Eigentlich können wir das ja wieder wegmachen. Das ist schon gemein, oder? Können wir das hier vielleicht erangeln? Zange? Auch nicht. Nee, das geht also nicht. So, das Leuchtfeuer müssen wir drehen. Haben wir nicht eigentlich auch eine Karte? Nee, haben wir nicht. So wie es aussieht. Schade eigentlich. So, wie bekommen wir jetzt die Pfanne? Ich hätte die ja mit der Zange genommen, aber das geht anscheinend nicht. Hier noch irgendwas nehmen? Nee. Gehe ich nochmal zurück. Und hier ist ein Wimmelbildspiel. Das hatten wir ja eben schon. In der letzten Folge. Der Biss einer giftigen Spinne kann fatal sein. Ich sollte sie wohl lieber weglocken. Okay, die können wir nicht so bekommen. Streichhölzer. Aha, dann schmelzen wir doch mal das Siegelwachs. Was nicht geht. Hier haben wir Leim. Ah, den können wir jetzt vielleicht da drauf kippen. Boah, ich hasse diese feuchtflutschigen Fliegen. Dann graben wir doch mal und holen eine Wunderlampe raus. Toll, wir haben eine Fahrradhupe. Ach stimmt, da war ja auch noch etwas. Und zwar der Lampenhebel. Nee, Moment. Falscher Weg. Wie komme ich da jetzt zurück? Ah, Moment, da könnte ich eigentlich gleich mal den Fisch einsetzen. Dann ist der nämlich schon mal weg. So, da muss ich rein. Und dann mal hier. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Hier sind erstmal Fledermäuse. Die wir mit der Fahrradhupe wegkriegen. Okay. So, nun können wir die Höhle erkunden.
Erstmal ein Eimer mit Wasser, ganz wichtig, wenn man hier am Meer rumläuft. Und ein Auge oder sowas. Ach nee, eine Fischschuppe. Damit haben wir schon die dritte. Wir brauchen aber hier noch eine ganze Menge für den Schicksalsfisch. So, was habe ich jetzt bekommen? Eimer mit Wasser. Ach so, für die Pfanne wahrscheinlich. Und damit haben wir den gelben Fisch, den wir brauchen für das Tor. Nee, nicht die Pfanne. Der Kleine wieder. Da ist er wieder und er hantiert wieder mit dem Spiegel herum. Ja, er wird... Oder er... Entschuldigung. Er zieht die Seelen der Zombies in den Spiegel hinein. Ich habe natürlich keine Ahnung, was er mit den Seelen will. Das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Hauptsache, die sind weg. So, das kann ich nicht rausholen. Hier ist Feuer. So, ich bin nicht so agil, wie ich es einmal war. Ich werde kaum über diese Flammen springen können. Daher muss ich sie löschen. Ja, das Alter eben, ne? Ordne die Buntglasfragmente neu an, um nacheinander drei Bilder zu vervollständigen. Ja. Nicht? Und damit haben wir das zweite hoffentlich. Aha. Und jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel. Na bravo, ich habe natürlich keinen. Und hier liegt aber noch ein Paket. Wenn ich ohne Hilfsmittel nach der Pinzette greife, verletze ich mich bestimmt an der Hand. Ist auch sinnvoll, die Pinzette da unten reinzupacken in ein... Haufen von Scherben und ich kann sie nicht mit der Zange aufheben. Na gut. So, also das müssen wir hier erstmal rausholen. Das brauche ich wahrscheinlich die Pinzette für. Was ist nur mit diesem Ort los? Zombies, Affen und Schuhe wandern wahllos umher. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, das Spiel. Oder kläfft irgendwo ein Hund? Ach komm schon. Ich will den Schuh mitnehmen, den finde ich irgendwie lustig. So, da müssen wir löschen. Frage ist nur wie. Vielleicht mit einem Feuerlöscher. Das wäre ja eigentlich sinnig, aber ich komme nicht da rein. Die Pfanne. Wir hatten natürlich eben einen Eimer Wasser, den haben wir schön verbraten für andere Sachen. So, hier ist jetzt leider nichts mehr. Ich guck mal, ob da noch irgendwas ist. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Wimmelbild. Ne, wir können hier nirgendwo mehr ran. Also muss ja eigentlich alles da sein, was wir haben. Ach, guck mal, ich Glückspilz. Nun brauche ich etwas, um diesen defekten Schlüssel zu drehen. Und schon wieder der Affe. Der Affe, der sich gerade mal den Schwanz verbrannt hat. Hey, was hat der Schlingel gerade in das Feuer geworfen? Das ist eine gute Frage. Ich muss nur irgendwie den Schlüssel einhaken. Hier, nimm das Amulett. Und wir haben einen Schlüssel. Den können wir natürlich anfassen.
So, hier kann ich erstmal nichts machen. Hier ist ein Schrank. Da müssen wir irgendwas hinstellen. Für den Bäcker war dies ein verhängnisvoller Tag und für den Rest der Stadt danach auch. Bäcker Krauses Feier am 13. und das auch noch an einem Freitag. Ich weiß nicht, woher dieses Sägeblatt stammt, aber ich will es haben. Leider ist das Herausziehen mit den bloßen Händen keine Option. Entschuldigung, irgendwie verlese ich mich heute andauernd. Können wir das irgendwie... Können wir nicht. Dann gehe ich doch erstmal hier das aufschließen. Ich hoffe, dass der Schlüssel passt. Und hier schon wieder der Affe. Weg ist er. Du solltest lieber anfangen, dich zu benehmen, Kerlchen. Sonst werden wir beide keine Freunde mehr. Ich glaube, das werden wir sowieso nicht. Oh, hier ist ein Gebiss. Gut, das gibt uns das erstmal nicht. Ja, hier ist ein Wimmelbild. Und wir müssen wieder Objekte sammeln. Ich sollte diesen Arzneischrank mit einem Schlüssel öffnen können. Oh, die arme Maus, so ein kleiner Käfig. Ne? Was können wir denn hier aufschrauben? Auch nicht mit dem Schraubenzieher. Die Musik ist schon wieder so laut. Diese kaputte Uhr benötigt keinen Zeiger. Wenn ich sie abschraube, kann ich sie benutzen. Okay, dann benutze ich doch mal die Zeiger. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber egal. So, da braucht man einen Schlüssel. Mal das vielleicht. Aha. Ich sollte das Herz wohl eher mit einem Werkzeug rausholen, ja. Oder gar nicht. Es lebt ja noch. Na gut, wir spielen den Bestatter, da ist es ja schon mal klar. So, wir haben eine Ölkanne. Können wir das irgendwie hier... Das können wir einölen. Und wir haben den Schlüssel zum Medizinschränkchen im Medizinraum. Und haben ein Skalpell gefunden. Sehr schön. So, das werde ich damit nicht machen können. Der Arzt hat seinen Tresor vor dem Verfall der Stadt verschlossen. Ich wünschte, er hätte den Code zurückgelassen. So, was können wir denn mit dem Skalpell mal eben aufschneiden? Aha, eine Säge ohne Klinge. Selbst der Arzt wusste nicht, warum die Menschen in dieser Stadt auf einmal zu starben. Das muss ihn verrückt gemacht haben. Okay, wir brauchen immer noch das Sägeblatt und ich habe ein Skalpell und den Schürhaken. Damit kriegt es leider dahin nicht raus. So, da brauchen wir, glaube ich, ein Radiergummi. Dann haben wir vielleicht auch den Code für den Tresor. Ach, Moment, kann ich das vielleicht mit dem Schürhaken? Nee, kann ich nicht. Moment. Nee. Okay, hätte ja sein können. So, was haben wir denn hier noch? Eigentlich kann ich hier immer noch nichts gebrauchen. Ich brauche irgendwie was zum Feuer löschen. Moment, Skalpell. Auch nicht. Also, man kann doch wohl mit den Schürhaken die ganzen Glasscherben wegmachen. Nee, Moment, da war ich ja gerade. Da wollte ich nochmal rein. Nee, auch nicht.
Das Skalpell nehme ich mal hier, um die Riemen durchzuschneiden. Wir haben ein Radiergummi. Es ist zu gefährlich, auf einen beschädigten Hocker zu stehen. Da gebe ich dir recht, absolut. Und wir gucken mal kurz ins schlaue Buch, was hier Neues dazugekommen ist. Am Marktplatz wurde ich Zeuge einer neuerlichen seltsamen Szene. Der Zwerg fing eine weitere Seele in seinem Spiegel ein. Er entkam erneut und blockierte obendrein meinen Weg mit Feuer. Ich schätze, dass ich nun so lange hier festsitze, bis das Feuer irgendwie gelöscht ist. Das schätze ich auch mal, es wird noch ein bisschen dauern. Das Wachhaus stellte sich als verlassen heraus. Nur das kleine Äffchen war hier. Es verbrannte sich den Schwanz und warf etwas ins Feuer. Das muss ich jetzt irgendwie herausholen. An der Wand hängt ein Kalender, auf dem ein Datum markiert ist, der Tag des Bäckerempfangs. Dieser Tag wurde für das Dorf fatal. Ich frage mich, wie KM darin involviert ist, von dem Amulett der Umkehrhandlung mal ganz abgesehen. Im Krankenhaus fand ich das Notizbuch des Arztes. Es klingt, als seien die Einheimischen nur sehr selten krank gewesen. Jetzt verstehe ich, warum der Bestatter so arm war. Also träumte er vom Wohlstand und KM versprach ihm, seinen Traum zu erfüllen. Doch er erwähnte den wahren Preis dieses Dienstes mit keinem Wort. Ja, das stimmt. So, ich gehe erstmal zurück ins Krankenhaus, um den Code herauszufinden. 427. Gucken wir mal. 427. Oh, hat sogar geklappt. Wir haben eine Spritze. Das war's. Okay, wir brauchen immer noch das Sägeblatt. Das kann ich aber auch mit der Spritze jetzt nicht rausholen. So, da müssen wir noch den Hocker reparieren. Mal los, ich gebe dir mal eine Spritze. Ja, welch Wunder. Ich habe es mir schon fast gedacht. So, Igitt, dieser Geruch ist unverwechselbar. Fischöl. Ich sollte etwas mitnehmen. Fischöl. Na, wir laufen wieder zurück ins Krankenhaus. Ich ahne nämlich, wofür wir es brauchen. Und zwar für den Bolzen. Damit das Gebiss auch erstmal weglaufen kann. So, hier mal ein Griff. Und ein Wimmelbildspiel. Nämlich das gleiche wie vorhin. Mal das Glasauge. Boah. So, hier könnte ich etwas zerstoßen. Doch bitte nicht das Auge. Nee, Gott sei Dank. Okay. Arme kleine Maus, ob sie jemand gefüttert hat, seit die Stadt zombifiziert wurde? Gute Frage. Wenn ich diese Gussform fülle, wird das Endresultat stark einem menschlichen Ohr ähneln. Mhm. Ich kipp erstmal alles zusammen. Dann haben wir Gipsum. Da steht's. So, ich brauche Streichhölzer. Ich will mal noch das Auge zerstoßen. Nee, da komme ich wieder dahin. Ach, guck mal, er möchte sein Auge wieder haben, dem wir ihm schon das Herz geklaut haben. Und wir haben Gips. Kann ich den hier nicht nehmen? Ach so, es ist zu hart, um es zu zerstoßen. Das heißt, die Flüssigkeit muss erstmal drauf. Also erstmal Streichhölzer suchen.
Dieses Loch ist für ein Ohr bestimmt. Aha, er bekommt also das Ohr. Tja. Wo bekommen... Was Streichhölzer her? Jawohl, Käse aus der Flasche, wer kennt's nicht? Okay, die Maus gibt uns erstmal Streichhölzer. Flamme müssen wir vergrößern. Oh. Okay, so, damit können wir jetzt das Ohr machen. Da war gar nicht mal so unrealistisch aus. Und wir bekommen einen Verband. Ganz toll. Wir haben einen Verband und was wir damit machen, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!